Tipps für Live-Musiker aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Kai Philips und ich bin hauptberuflich seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Blasmusik und Partymusik unterwegs. Meine Erfahrungen lassen sich natürlich adaptieren in viele andere Bereiche und wenn dich interessiert, wenn es um Aufbau einer Band oder Generieren von Auftritten, Gigs oder natürlich das Leben eines Musikers auf dem Kreuzfahrtschiff interessiert, dann folge diesem Kanal. Jetzt geht's los. Es gibt viele Themen, die ich hier behandeln möchte, zum Beispiel wie entwickle ich eine Band oder für später wie bekomme ich Jobs im Ausland oder vielleicht hast du die Frage schon gestellt, Musik, Beruf oder doch lieber Hobby. Wir fangen glaube ich am Anfang an und das Wichtige ist, dass man eine Band zusammenstellt, die, mit der man Spaß hat und das große Problem ist, dass die meisten dabei 100% sich auf die Musik konzentrieren, weil das ist natürlich auch das absolut Wichtigste, aber nicht das Einzige. Wenn du eine Band zusammenstellst, dann hast du wirklich viele Sachen zu beachten und am Anfang geht es natürlich erstmal um die Auswahl der Musiker. Ich habe schon häufig gesehen, dass Bands neu zusammengestellt wurden und haben die besten Musiker, die irgendwie erreichbar waren, zusammengetragen. Und alle sagten, uiuiui, das wird jetzt das große Megaprojekt. Und genau das Gegenteil war der Fall. Weil diese Musiker haben meist schon in vielen Besetzungen mitgespielt, haben keine Zeit, sind natürlich dann auch vielleicht von sich selber so überzeugt, dass sie nicht unbedingt ihre Energie in so ein neues Projekt stecken, sondern auch in die alten. Und da kann es oftmals zu Problemen kommen. Ich muss sehen, welche Musiker haben wirklich Lust mit mir hier was Neues aufzubauen? Und wenn ich dann die richtigen Musiker gefunden habe, dann muss ich versuchen, ein eigenes, anderes Produkt zu entwickeln. Ich spreche hier auch tatsächlich vom Produkt. Das klingt für Musiker vielleicht nicht so toll, aber das, was ich nachher auf den Markt bringen möchte, der Kunde sieht das oftmals nicht als die Musik an sich, sondern natürlich als das Produkt, was ich ihm anbieten kann. Und das muss meiner Meinung nach vor allen Dingen anders sein. Übrigens, alle Sachen, die ich hier erzähle, sind meine Erfahrungen und auch meine Meinung. Die kann natürlich hier und da immer wieder abweichen. Das ist das, wie ich es empfinde. Und das ist eigentlich nur ein Gedankenanstoß für eure Arbeit zu Hause. Anders, weil ihr müsst euch unterscheiden von anderen Bands. Das sehe ich immer als das Wichtigste, dass einmal natürlich musikalisch sich zu unterscheiden. Dazu ist auch wichtig, was für Musiker habe ich in der Band? Was für Stärken haben die? Und sie haben alle Stärken und sie haben alle Schwächen. Aber wichtig ist, dass ich die Stärken tatsächlich auch stärke. Was kann er eventuell noch? Oftmals sehe ich, jetzt bin ich mal im Bereich Blasmusik, wenn Noten ausgeteilt werden, die werden 1:1 so abgespielt, wie sie im Musikverlag erscheinen. Aber das große Problem ist, meine Besetzung ist ja ganz anders. Meine Besetzung hat ganz andere Stärken. Im Musikverlag muss ich das natürlich so schreiben, dass es für möglichst viele Besetzungen passt. Aber ich versuche ja, die Stärken von meiner Besetzung rauszuholen. Also müssen die Arrangements auch wirklich maßgeschneidert sein. Und wenn ich tatsächlich irgendwo eine Stärke spüre, dann kann ich die natürlich auch ordentlich featuren. So habe ich in einer Besetzung erlebt, dass zum Beispiel in den Noten von einem ersten Trompeter ein großer Anzähler stand und der Trompeter sollte diesen Anzähler machen. Es gibt natürlich auch Musiker, die dafür nicht so geeignet sind, weil sie sich mehr auf das Instrument konzentrieren und nicht einfach frei vor Leuten sprechen können. Da muss ich doch gucken, welcher von den Musikern würde sich dafür eignen. Oder brauche ich überhaupt einen Vorzähler oder mache ich aus dem Arrangement einfach was Witziges, was dann tatsächlich meine eigene Marke trägt. Ein weiteres Problem, was ich gesehen habe, dass oftmals nur geprobt wird und auch gar keine kleinen Auftritte schon mal angenommen werden, um diese neue Besetzung irgendwo ins Rampenlicht zu stellen. Vor allen Dingen ist es wichtig, einen kleinen Job zu spielen, wo man ein bisschen ausprobieren kann, wie sind die Abläufe. Oftmals dauert der Ablauf, Partyband, Blasmusik, zwischen den Titeln viel zu lang, dass man eine vernünftige Moderation dazu hat, dass es läuft, dass man die Leute packen kann und mitnehmen kann. Und was auch oftmals vergessen wird, meiner Meinung nach, der erste Titel ist sehr wichtig und vor allem der letzte Titel vor der Pause ist wichtig.
Ich springe jetzt ein bisschen hin und her zwischen Partymusik und zwischen Konzertmusik. In den Konzerten, oftmals finde ich, dass die Wichtigkeit des letzten Titels gar nicht so erkannt wird. Wenn ich das Publikum in die Pause schicke, dann haben die in einer Konzerthälfte Folgendes zu tun. Die holen sich ein Getränk, stehen draußen, unterhalten, na, wie gefällt es dir? Da wird sich unterhalten. Wenn ich die mit tollen Emotionen in die Pause schicke, kommt das natürlich ganz anders drüber und auch das Feedback für mein Konzert wird besser sein. Genauso, das machen natürlich die meisten richtig, dass man hinten einen großen Abschluss hat. Aber diese Pause, da wird sich unterhalten. Nach dem letzten Titel sehen alle zu, dass sie ihre Sachen packen und nach Hause fahren. Wie gesagt, das ist jetzt der Bereich Konzert. Aber das sehe ich ganz, ganz häufig, dass der letzte Titel vor der Pause nicht so die Bedeutung bekommt, die er eigentlich bekommen sollte. Denkt daran, meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Moment, weil in der Pause wird das erste Mal richtig erzählt, was haltet ihr von der Band. Wenn ihr nun gebucht werden wollt, dann ist das Wichtige natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit in ganz vielen Bereichen. Und ich sehe häufig das Problem, dann wird Instagram verfolgt oder irgendein anderes Medium verfolgt, aber ganz viele die Vielfalt der Öffentlichkeitsarbeit weggelassen. Deswegen mache ich da auch ein neues Thema raus. Wenn euch ein Thema besonders interessiert, schreibt es mir unter dieser E-Mail-Adresse und ich werde gucken, ob ich es demnächst hier mit einbaue. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht, den Gefällt mir-Button zu klicken.